Nee, Noch aber nicht, Ricos Mutter. ey. So, jetzt geht's hier los mit der Beschwörung. Beschwörung. Aber da müsst ihr mal wirklich ruhig sein. Ihr müsst hier wieder in die Kommentare schreiben, dass wir ruhig sind, damit sich auch das Publikum erstmal ein bisschen beruhigt. Also schreibt ihr einfach rein. Psst. Ich mach's vor. Oh, Jun. So, alles klar. Haben sich ja alle beruhigt. Warte, ich guck mal. Ich guck mal kurz. Habt ihr eigentlich noch mal den Weg oder so? Oh, jetzt. Jetzt geht's los hier. Die Beschwörung. Das ist jetzt, glaube ich, die fünfte Beschwörung der das Mutter. Mal mit dem hier. Was? Effektiver. Na, mit der Paste. Mit der Paste? Die musst du erstmal aufkriegen. Ich habe keinen Dosenöffner. Nee, das geht nicht. Das ist Brennpaste. Ja, ich weiß. Das macht man normalerweise unter Nahrungsmittel, um das warm zu halten. Echt? Ja, na klar. Aber wo wollen wir die jetzt draufkippen? Nein, du zündest das in dem Ding an. Was ist los? Ja, also nie Brennpaste verwendet. Das stellt man unter solche Metallschalen, wo Essen drin ist, bei einem Buffet. Echt jetzt? Ja, nur dafür ist das da. Da passiert nichts, du musst das hier drin anzünden. Glaub mir nicht. Oh. Kannst du mir vertrauen, da passiert wirklich nichts. Das ist dafür da. Okay, ich hoffe, ich brauche ein Feuer. Ich habe keine Lust, hier abzubrennen, also glaub mir, ich verarsche. So. Da vorne liegt dann also vorne. Diesmal wird die Mutter mit Brennpaste beschworen. Schändler. Ja. Wie sieht's da denn? Ja, ich hab schon. Warte mal. Noch nie. Also, du kannst so leicht auspusten. Du musst einfach pusten, dass ja, das wieder aber aus. Jetzt bitte Ruhe. Ja. Okay. So. Max? Ja? Mach bitte das Licht aus. Moment. Okay. Wo ist die helle Musik? Ja, guten Abend, hier ist Herr Spastiko. Kann ich mal bitte den Rico Roder sprechen? Nee, der ist nicht hier. Achso, kann ich mal bitte seine Mutti sprechen? Nee, die ist immer so heiß, die ist in der Geburtstagsfeier. Wie bitte? Die ist in der Geburtstagsfeier. Nee. Ja, echt? Kann man sie denn irgendwie erreichen bei der Geburtstagsfeier? Glaube ich nicht. Oh nee, wann kommt man? Och nee. Kann noch 1, 2, 3 Stunden dauern, RD30. Nee, wirklich, sie will sie antun. Bitte, die. Nee, die Leute haben sich gefreut. Ja, ja. Die Leute haben sich gefreut, das kann jetzt nicht sauber sein. Ja, ja. Können Sie da mit mir reden, kurz? Ich hab jetzt auch keine Zeit. Nee, ja, die Brennpaste. Ja. Bitte, tun Sie mir das jetzt nicht an. Ja, ja, doch. Wie lange geht jetzt der Quatsch? Ungefähr 10 Sekunden. In der Weihnachtsschänderei passiert so manche Quälerei. Zwischen Streams und Thymian fließt in den Teig der Hahn. Wir wünschen eine besinnliche Quälerei. In der Weihnachtsschänderei,
in der Weihnachtsschänderei. Brauchen wir nicht Thymian, Max lässt christlich einen fahren. Was sind das für Geräusche? Was ist denn für Sie der Sinn des Lebens? Bitte beantworten Sie mir irgendeine Frage. Bitte, schnell. Die Brennpaste ist gleich alle. Brennt über eine Stunde. Ach so. Ich gebe es auf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sie meiden wahrscheinlich das Gespräch. Ja, das Gleiche. Danke. Danke. Sagen Sie Enrico und Ihrer Mutter bitte schöne Grüße. Mach ich. Gesundheit. Schönen Abend noch. Schönen Advent. Frohe Weihnachten. Bitte pissen Sie in den Teig. Danke, ciao. Kannst du das mal einfach so über deinen Schädel schütten, bitte? Damit ich es einfach mal brennen lassen? Nee, aber kannst du mal bitte den Excel zurückreden? Das haben wir ganz vergessen. Ach so. Der Excel war das nicht? Ja, aber der war der Excel. Wie geht das jetzt aus? Ja, gar nicht. Wie? Das geht wirklich nicht mehr aus. Ja. Oder du gießt Wasser drauf, das geht. Nein, das geht in die Luft. Lass es einfach brennen. Aber das Gas, das strömt doch. Ist ja nicht schlimm. Ja, dann machen wir es nicht wieder an. Hier, was ich sagen wollte, ist...